Herzlich willkommen zur Hoffnungszeit heute am 26. Dezember. Mein Name ist Matthäus Karr, ich bin Leiter der Hauptabteilung Pastorale Konzeption im bischöflichen Ordinariat und Weihbischof in unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir schauen wieder auf ein Weihnachtsfest zurück, das uns unter Corona-Bedingungen entgegengekommen ist. Mit Sorgen und Nöten schauen wir in die nächsten Tage hinein. Aber wir nehmen auch wahr, wie viele Menschen doch jetzt in diesen Tagen sich von der Botschaft der Geburt Jesu Christi ermutigen und anstecken ließen. Deshalb habe ich heute noch einmal das Friedenslicht von Bethlehem mitgenommen. In den vergangenen Wochen haben uns Zeichen, Menschen, aber auch Tiere durch diese Hoffnungszeit begleitet. Zeichen und Menschen, die Hoffnung geben. Das Friedenslicht für Bethlehem ist so ein Hoffnungszeichen für mich in dieser unserer Zeit. Denn es macht deutlich, dass mit der Geburt Jesu Christi Grenzen überwunden, Streitigkeiten besiegt und Wege des Friedens aufgezeigt worden sind. Und so wollen wir heute zum letzten Mal in dieser Staffel miteinander diese Hoffnungszeit begehen und miteinander uns im Gebet vereinen. Ich lade nun ein, das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Gebet hat uns jetzt über diese Tage miteinander verbunden. Und so möchte ich schließen, um den Segen Gottes bitten mit unserem Hoffnungszeitgebet. Gott, bevor wir die Hoffnung verlieren, stell uns Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger an die Seite. Lass sie Patinnen und Paten unserer Hoffnung sein. Stärke unsere Geduld und nähre unsere Erwartung, dass du kommst, dich zeigst und bei uns bleibst. Segne uns mit deiner Gegenwart, der du der Vater und der Sohn und der Heilige Geist bist, in alle Ewigkeit. Amen. Ihnen allen wünsche ich hoffnungsvolle Tage jetzt zwischen den Jahren und Gottes Segen für das neue Jahr 2022. Egal, was es uns für uns bereithält, es soll ein hoffnungsvolles Jahr für Sie und euch werden.